Also heutzutage kann man sagen, dass sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Bereich eigentlich alle Schädlinge über E-Mails versuchen, auf den eigenen Computer zu kommen. Also das sind dann meist sogenannte Phishing-Mails. Also es sind extrem gut gefälschte Mails, die sehr glaubwürdig sind. Also früher hat man die oft an der schlechten Rechtschreibung erkannt. Heutzutage fällt es mir manchmal sogar schwer, als Profi da drauf zu gucken und auf einen Blick zu sagen, die Mail ist gefälscht. Die beziehen sich teilweise auf wirklich ausgeschriebene Stellenangebote, werden dann an eine Firma geschickt. Und wenn das dann dort in der Bewerbungsabteilung ankommt und da hängt dann eine Word-Datei hinten dran, wo dann der Lebenslauf vielleicht drin ist, das sieht erstmal alles ungefährlich aus. Und allein der Empfang solcher Mails ist auch noch nicht gefährlich in der Regel. Aber wenn man dann das Dokument öffnet und dann diverse Schritte befolgt, die in diesem Dokument stehen, da sind dann 2, 3 Klicks schon zu viel. Und dann hat man sich schon beispielsweise einen Erpressungstrojaner eingefangen. Das ist zum Beispiel ein Schädling, die sind noch sehr verbreitet. Ein Trojaner, der dann meist unter Windows den Computer infiziert und dann im Hintergrund fleißig Dateien verschlüsselt. Also das heißt, man hat dann keinen Zugriff mehr auf seine Arbeitsdokumente, private Fotos sind alle verschlüsselt und dann wird ein Lösegeld erpresst. Und wenn man das nicht zahlt, kommt man auch nicht mehr an seine Dateien ran. Und im Grunde kann man mit der Erpressung den Cybercrime jetzt aktuell ganz gut beschreiben. Es geht eigentlich fast immer um Erpressung. Also dann mit privaten Details. Es gibt auch Mails, die sind im Umlauf. Da wird behauptet, ich habe sie gefilmt, wie sie pornografische Inhalte konsumiert haben. Kennt vielleicht auch jeder, das war eine große Welle. Und da wird dann behauptet, dass man der Verfasser der Mail persönliche Daten hat. Und das wird dann mit einem Passwort demonstriert, das einem vielleicht sogar auch selbst gehört. Das stammt dann aus einem Passwort-Leak. Aber ansonsten ist da nicht viel dahinter. Und bei solchen Mails muss man dann halt wirklich aufpassen. Am besten solche Mails gleich löschen, weil ansonsten kann eine Infektion dann doch relativ schnell stattfinden.